Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Wie schon im letzten Video erwähnt, werde ich heute einmal auf den Master Mode des Raids die Gläserne Kammer eingehen. Insbesondere natürlich auf den vorletzten Encounter mit der wöchentlichen Challenge. Der Master Raid ist seit dem vorletzten Wochenreset mit einem Power Level von 1350 bei den Gegnern betretbar. Meine Empfehlung an euch, seid nicht unter 1335, da ihr sonst wirklich kaum noch irgendetwas überlebt. Seid ihr 1350, ist der Raid für euch nicht unbedingt schwerer, was das Power Level angeht. Doch neben dem gibt es auch noch ein paar neue Champions, die den Encounter hinzugefügt wurden, sowie ein paar Effekte, die euch den ganzen Raid über das Leben schwer machen sollen. Am häufigsten sind nun Anti-Barrier-Champions vorzufinden. So habt ihr neben den Überladungs-Champions noch eine weitere Champion-Gattung. Mein Tipp auch hier, um gegen die Horde an Adds vorgehen zu können, nehmt hier und da einen Stasis-Warlock mit. So habt ihr die Kontrolle über die Menge an Gegner wieder etwas zurückbekommen. Ich selbst bin bei der Challenge als Titan aktiv gewesen. Mit den Ursa Furiosa Exo-Handschuhen und dem Middle Tree von Void konnte ich mich selbst gut aus brenzligen Situationen befreien, sowie meine Teamkollegen mehr als genug Sphären erzeugen. Waffentechnisch bin ich auf Anarchie und einem Hinterladgranatwerfer mit Blinding Nades gegangen, um mir natürlich die Gegner vom Leib zu halten. Für die Überladungsgegner hatte ich dann die Ikalos SMG mit dem Überladungsmod auf den Handschuhen dabei. Zum guten Schluss, wenn der Konflux in der Mitte des Raumes steht, ist es zu empfehlen, dass einige von ihren Überladungswaffen auf Barriere switchen, da man hier nun mehr als genug Barriere-Champions erhält. Ansonsten gibt es ausrüstungstechnisch nicht viel zu beachten. Die Challenge in dieser Woche gibt euch die Aufgabe, die Viron und die Minos, also Minotauren, in der Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig zu eliminieren. Zwischen den Kills beider Gegner darf nicht mehr als ca. 5 Sekunden verstreichen. Die grundlegende Strategie hat sich bei meinem Team nicht wirklich geändert. Pro Seite gibt es 3 Spieler, einer steht bei jeder Seite auf der Plattform und aktiviert und beschützt das Portal. Von den anderen 2 geht immer einer direkt ins Portal, wenn dieses aktiviert wurde. Der letzte von den 3 wartet und hilft dem Plattenbeschützer. Erst wenn von einem der Spieler aus der Dimension von der Zukunft oder Vergangenheit gecallt wird, wo der Minus sich befindet, begibt sich einer dieser 3, also von diesen dritten Spielern, mit dem Relikt durch das entsprechende Portal und auf 3 wird der Mino und die Viron eliminiert. Erst dann droppt der Reliktträger das Relikt und der Spieler in der Dimension begibt sich dann nach draußen, wo er dem anderen Spieler, der gewartet hat, das Relikt vor die Füße schmeißt. Dieser geht dann daraufhin mit dem Relikt in die Dimension, wo sich der nächste Mino befindet. Das Ganze rotiert dann so lang, bis sich der Konflux in der Gegenwart, also im Hauptzentrum, Raum, aufbaut. Dann kann man auf seine Anti-Barrier-Waffen wechseln und den Konflux beschützen. Für den Reliktträger ist es vielleicht interessant zu wissen, dass der Minotaurus hier auch noch spawnt, und zwar zuerst in der Mitte, dann rechts und dann links, wenn man sich vom Eingang des Raumes aus orientiert. Ganz wichtig aber hier zu wissen, in der Gegenwart ist es nicht mehr relevant, dass man den Mino und die Virons, die erst zum Schluss spawnen, gleichzeitig eliminiert. Ihr könnt sie also, die Minotauren natürlich, sofort eliminieren. Das war's tatsächlich schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch hier und da natürlich ein bisschen weiterhelfen. Die Challenge ist im Normalmodus im Übrigen die gleiche, weshalb ich auch hier kein extra Video machen werde. Da ich dieses Video schon vermutlich vor ein paar Tagen vorbereitet habe, kann es zudem gut sein, dass wir nicht mehr diese Challenge haben werden, sondern die Herausforderung bei Arteon. Wie aber schon in den letzten Videos erwähnt, werde ich nach meiner Prüfung aus dem Studium wieder direkt Zeit haben, um Aktuelles mit circa ungefähr einem Tag Verzögerung euch auf diesem YouTube-Kanal zu zeigen. Bis dahin euch allen wie immer natürlich viel Glück und einen wunderbar guten Grind.